Was geht ab, YouTube? Lange ist es her. Wir sind da! Rapplerü 2, erste Runde, ja? Erste Folge. Und heute erkläre ich auch ein bisschen das System, damit auch jeder es versteht und weiß, auf was er erwarten kann. Okay? Es gibt in der ersten Runde von Rapplerü 4 Klassen. Diese 4 Klassen sind eingeordnet in Stilrichtungen. Erste Stilrichtung, Ghetto House. Zweite, Trap. Dritte, Straße. Vierte, Pop. I got you, my bro. So. Im Intro seht ihr auch die Klassen. Soll ich ein bisschen spoilern? So? Ich spoiler ein bisschen gerne. Ich spoiler ein bisschen. Ey, ich wollte spoilern, Cousin. Ah. Das ist eine Klasse. Ja, sieht man ja im Intro. Sieht man. Das ist die Straßenrap-Klasse. Okay? Dazu später mehr. Das ist die heutige Klasse. Das ist die Pop-Klasse. Das ist die Trap-Klasse. Timo, dankeschön, mein Bruder. Und ihr seid Weltklasse. Immer, Cousin! Hier seht ihr auch erstmal alle Bewerber, weil man weiß ja noch gar nicht, wer in der Top 100 ist. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Class of 24 Rap. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, in der nächsten, ab den nächsten Folgen gibt es diese Einführungsgerede nicht mehr. Aber es ist wichtig, weil es ist die erste Folge, um das Konzept ein bisschen zu erklären. Checkt ihr? Es sind ja nicht nur Rapper und dann ist die Sache gegessen, sondern es ist eine Show. Man muss diese Einleitung haben, das ist ganz, ganz wichtig, damit man das ganze Konzept versteht. Laurie, das neue Schuljahr beginnt, das letzte Schuljahr war schon unglaublich. Also die Schüler Big Field des letzten Jahrgangs schwelge immer noch in Erinnerung, aber dieses Schuljahr, das wird was ganz Besonderes. Von über 3000 Bewerbern haben wir die Top 100 ausgesucht und die haben ein Schuljahr voller Referate, Unterrichtsstunden, ja, besondere Klassen, Fehlstunden. Es gibt Gruppenarbeiten, es gibt Soloarbeiten, es gibt ganz, ganz viel, aber vor allem unglaubliche Talente. Herzlich willkommen zum Jahrgang 2024. Oh, macht geil, der Khalid. In der Tupac Shakur Schule. Rap Larue geht los. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Teilnehmer und liebe Teilnehmerinnen, herzlich willkommen bei der Class of 24 Rap Larue. Mein Name ist Khalid Bounoua und ich bin Ihr Direktor an dieser Schule. Herzlich willkommen an der Tupac Shakur Schule. Eva, Tupac Shakur Cousin! Also,
Also ich muss ja schon sagen, der letzte Jahrgang hat mich schon sehr beeindruckt. Aber dieses Jahr habe ich Talente schon auf Video gesehen, die haben mich schon vom Hocker gehauen. Und was ich Ihnen sagen kann, meine lieben Schülerinnen und Schüler, es wird unfassbar. Das wird denn unfassbar. Sie sind die Top 100 von über 3000 BewerberInnen. Auch wenn unsere großartige Schule nach einem der besten Rapper unserer Zeit benannt wurde, haben wir auch hier ein paar Regeln. Erstens, auf dem Schulhof wird nicht geraucht. Nur ich darf. Zweitens, hier wird nicht gezinkt. Und wenn, dann pass lieber auf, dass du danach nicht bist. Und Reddys, merkt euch diesen Satz. Die beiden Sätze. Hier wird nicht gezinkt und pass auf, dass du danach nicht wirst, Digga. Ich sag euch das, dieses... Ennis. Drittens, Mütter beleidigen nur in Texten. Jawohl. Viertens, wenn die Bullen kommen, hau auch ich ab. Direkt, ich renne dich. Fünftens. Ja, ich bin wirklich euer Direktor. Meine Mutter glaubt mir das aber auch nicht. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich werde Sie jetzt in Ihre Gruppen unterteilen. In Ihre Klassen unterteilen. Und ich bitte Sie, dann ganz ruhig in Ihre Klassenräume zu gehen, zu Ihren Coaches, zu ihren Lehrern, zu ihren Mentoren. Die erste Klasse, Ghetto House. Chanel. Benua. Amara. Leola Bandit. Uzi. Rina. Serko. Diarrhü. Sousa. Luis. Finessim, Babam, Emo, Sherwan, Younes, Jenko, Jezo, Javus, Ju, Sufi, Hamo, Berdo, Joels? Hör mal, die Namen klangen vor ein paar Jahren auch noch anders hier. Es tut mir sehr leid. Ich war vorher an einem Gymnasium, da war das was ganz anderes. Es tut mir wirklich unfassbar leid, meine lieben Schülerinnen und Schüler. Ja. Sisu, De La Lune und Mokro. Das ist die Ghetto-Haus-Klasse. Und ich freue mich auf ihre Gesichter, wenn sie ihren Lehrer kennenlernen. Kommen wir nun zu den Prüfungsleistungen. Ladies and Gentlemen, Sie müssen einen 90-sekündigen Text vorbereiten. Einen Song, der 90 Sekunden geht. Und in dieser Hook des Songs müssen Sie drei Wörter einbauen, die Ihnen Ihr Sitznachbar vorgegeben hat. Challenge 1. Und halten Sie sich an die Stilrichtung Ihrer Klasse. Auch ganz wichtig. Also, das hängt, ist es Rap, dann das Trap, hängt zusammen. Ist es Pop, dann Pop. Ist es Straßenrap, dann Straßenrap. Ist es Ghetto-Haus, dann bitte Ghetto-Haus. Darüber hinaus entsteht daraus eine Notentendenz, die zeigt, was sie drauf haben. Wichtig. Aber manchmal können sie diese auch verändern. Bitte hört diesen Satz, okay? Die Notentendenz ist erstmal nur eine Notentendenz, weil es gibt zunächst den Randall, der Salat machen wird. Dann gibt's, komm, wir klären's in der Pause. Was nochmal in jeder Klasse ein Wirbelwind durch die Noten gemacht hat. Das müsst ihr bedenken. Und erst nachdem das alles fertig ist, steht die Note fest. Pause. In einem Battle auf dem Schulhof. Komm, wir klären's in der Pause. Das ist eine neue Regelung, die eingeführt wurde. Ladies and Gentlemen, Sie können einfach so
wenn sie eine Note haben, ihre Note verändern, einfach nur durch ein Battle auf dem Schulhof. Früher musste man dafür noch schleimen beim Lehrer. Man musste Taschen tragen, Crack mit nach Hause bringen. Habe ich das gerade laut gesagt? Jedenfalls, heute machen wir das auf der Pause. Es wird gebettelt um Noten. Und anhand dieser Noten werden dann 10 von euch dieses Schuljahr bestehen. Tunay, frag nicht. Passt auf. Passt auf den Randall auf. Denn wenn der Randall kommt, kann es ganz einfach sein, dass ihr von einer 1 auf eine 5 rutscht. Ganz schnell. Im Nu. Im Nu. Es gibt in jeder Klasse einen, der zinkt. Und diese Person, ja, diese Person kann sich einfach die Note von jemand anderem ersnitchen. Früher war das noch so, da hat man in der Schule gesagt, ey, letzter Schultag, ich schreibe noch ein Referat. Und hier ist einfach, du gehst zum Lehrer, zinkst und bekommst auf einmal die Note von jemand anderem. Schaut euch um, schaut mal. Ich habe viele Kommentare gesehen, Eib, Eib. Seid ehrlich, Stradis, wenn jemand das macht, ist das Eib oder nicht? Bruder, maximal, Cousin. Maximal, Bruder. Das Todeseib, Cousin. Bruder, das Todeseib, Bruder. Nimm von niemandem seinen Hack weg, Cousin. Du musst nicht. Keiner ist gezwungen. Mal gucken, ob sie es machen. Ich weiß es nicht. Rechts, schaut nach links. Das sind eure Mitbewerber. Aber morgen kann das dein schlimmster Feind sein. Morgen kann das dein schlimmster Feind sein. Und ja, das sind Intrigen, die wurden von unserem pädagogischen Leiter, Herrn Sammy Delarue, eingeführt. Ein Riesendank an ihn für diese Regel. Aber Wallah, mit Hand auf Herz, gell? Als ich diese Regel gemacht habe, ich will nicht sagen, vielleicht, ich verarsche euch auch nur, Chat. Vielleicht hat es niemand gemacht. Aber als ich diese Regeln gemacht habe, war ich mir sicher, niemand wird es machen. Ardolent. Dankeschön für Stufe 1. Ob ich falsch lag, werden wir sehen. Der Zinker ist überall. Deshalb ist mein Cousin im Knast. Aber das ist eine andere Geschichte. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Class of 24 Rap La Rue. Damit ihr wisst, wie es hier auf dieser Tupac-Schule ja! läuft. Ich sag Rap, ihr sagt La Rue. Rap! La Rue! 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 Viel Spaß. Kalik! Sufjan! Dankeschön für 15, mein Bruder. Ey, ihr seht die Gesichter jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Nicht jeder wird wissen, wer das hier ist. Nicht jeder wird wissen, wer das hier ist. Aber ist auch gut so. Bitte schön, Cousin. Oder wir sitzen nebeneinander, oder? Ja. Aber ja, Tag, oder? Ich will jetzt nur einmal Schule. Was geht ja? Was mein Bauchgefühl in der Staffel 2 sagt, mein Bauchgefühl sagt, es wird auf jeden Fall abgehen. Es wird Fuego. Ich glaube, ich werde mit geilen Künstlern zusammenarbeiten und ich glaube, wir werden das Ding schon auseinandernehmen. Was für Wasser? Was für Wasser? Ob ich ein Favorit bin? Ich glaube schon. Bruder, er kam mit Bademantel und Schlappen, Cousin. Walla, ich guck mir diese Brusthaare an, gell? Ach. Ich glaube, dieses Jahr ist auf jeden Fall ein gutes Jahr für mich. Ich habe das im Gefühl, das letzte Jahr war ein bisschen turbulent. Wer versteht, der versteht. Aber dieses Jahr, ich bin optimistisch. Ich glaube, ich werde das Ding holen. Was läuft, was läuft? Herzlich willkommen im Unterricht. Oh, große Ansage, Bruder. RLR 2. Sehr gut, Kelebek, wow, was? Was ist Schipa da? Ich kann diese Effekte, die wir auch von Arbeitsamt, diese Briefe, das machen. Ey, wow!
auf Infekt abdrehen. Wallah, ich hab dich gekauft. Wir haben nie Bücher gelesen, nur bei Mutter war haben wir die gejagt. Wasser heute, auf Wasser heute ein bisschen. Ernst! Ernst! Und Chat, ihr müsst euch eine Sache merken, gell? In jeder Klasse gibt es ein Randall. Die Regeln gelten für jede Klasse separat. Okay, das ist ganz wichtig. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja! Ja! Ich muss nur diese 3 Sekunden klippen. Ich muss meinen Tanten in Tunesien schicken, die denken, ich bin Lehrer geworden in Deutschland. Junge, Junge! Super, Jungs, ja? Da muss ich mich hier kurz für meinen Arbeitsplatz ready machen. So. Willkommen in der Klasse Ghetto House. Amen, ist hier, Kim. Ich sehe fröhliche Gesichter. Habt ihr euch für dieses Jahr vorbereitet? Ja. Habt ihr ausgeschlafen? Nein. Nein, ja? Okay, okay. Es geht heute um eure Zukunft. Und eigentlich habe ich noch einen Kollegen heute, aber der Kollege ist derjenige, der immer zu spät kommt. Es sind nicht nur immer die Schüler, sondern auch manchmal die Kollegen. Silva Amate, Cousin! Rip Amate. Weißt du, ich versetze mich jetzt kurz in die Lage der Schüler. Meinte, die waren hardcore aufgeregt. Die waren schon hardcore aufgeregt, ja. Was auch eine wichtige Info ist für euch, Jet, in dieser Klasse sind 25 Schüler. Es können aber nur 10 weiter. Das heißt, 15 aus dieser Klasse müssen fliegen. Sorry für die Verspätung. Kein Problem, mein Bester. Kein Problem, mein Bester. Unsere Namen kennt ihr? Ich bin der... Ja, aus jeder Klasse kommen nur 10 weiter. Hat Khalid doch am Anfang gesagt. Geht's euch gut? So. Geht's euch gut? Lauter, sorry. Sehr schön. Freut mich, euch zu sehen. Ihr seht alle gut aus. Besser wie ich. Herr de la Rue. Ewa. So. Welche Position sitzt ihr? Ich bin entspannt. Auf jeden Fall. Es gibt gewisse Regeln. Die Schulordnung. Und diese Regeln werden wir euch jetzt verkünden. Guck mal, wie ich da sitze, Walla, wie Kreisliga-Trainer, Cousin. Mit diese... Bruder, ja. Ich möchte, dass ihr genau zuhört, weil es ist überlebenswichtig. Es gibt einen Klassensprecher von euch. Den werdet ihr selber wählen. Der Klassensprecher... Ist cool. Bruder, ich bin Klassensprecher. Eltern sind stolz, Bruder. Aber Klassensprecher bringt auch viel Verantwortung mit sich. Und manchmal ist Verantwortung nicht nur ein Segen. Manchmal kann Verantwortung auch ein Fluch sein. Mhm. Gibt es jemanden von euch, der sich freiwillig dafür aufstellen will? Soll ich euch die Rolle des Klassensprechers verraten? Weil die ist noch nicht da, die Rolle. 6, 7. 7 Leute. Ich möchte nochmal sagen, derjenige, der Klassensprecher wird, das heißt nicht, dass was Gutes ist, Jungs. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Was macht ein Klassensprecher? Du hast die Verantwortung über deine Klasse. Vielleicht hast du dann auch die Verantwortung über deren Schicksal. Wir teilen Zettel aus und ihr dürft abstimmen. Wen ihr als euren Klassensprecher haben wollt. Erstmal schreiben wir uns die Namen auf von denjenigen, die dafür kandidieren. Wer will antreten? Diarü.
Dein Name, Bruder? Berdo, richtig. Noch einer? Javus. Purple. Ich glaub, Sprecher sein will, direkt. Ich habe mich direkt gemeldet. An alle, ich bin da. Ich rede, ich halte die Fahne, kein Problem, wir machen den Rest. Klassensprecher durch und durch. Name, Bruder? Ja? Dein Name ist Delarue, gell? Delarue. Sorry, Aya. Okay, du auch, Finesse? Ob ich Klassensprecher werden will, auf jeden Fall so. Im Endeffekt hat das Nachteile, aber es hat auch bestimmt seine Vorteile. Und ich gehe davon aus, dass ich die Vorteile gut nutzen kann für mich. Und in dieser Show ist es immer wichtig, dass man so seine Lücken füllt und auch Chancen wahrnimmt. Habt ihr alle eure Stifte dabei? Eure Okay, motiviert, dabei? Finesse, okay. Ja? Silver? Ja. Nimm mal ein paar in die Richtung, ich mach ein paar in die Richtung. Bitte schön. Dankeschön. Jungs, Ruhe! Wir sind nicht Hauptschule hier, Cousin. Also jeden Donnerstag und jeden Sonntag kommt eine Folge. Ein Delarue auf jeden Fall. Ja. Der nächste ist Berdo. Merkt euch, nur 10 Leute aus einer Klasse, Chat. Der nächste ist Berdo. Berdo? Ja. Der Mann mit dem Bademantel. Der nächste ist Diarue. Diarue? Der nächste ist nochmal Diarue. Der nächste ist Finesse. Der nächste ist Diarue. Der nächste ist Javus. Noch einmal Diarue. Diarue? Gute Frage von Al-Kadash. Hätte man nicht Klassensprecher wählen sollen, wenn die sich etwas besser kennen? Nein, Bruder. Weil es geht ja nur die erste Runde ist Schule. Alles andere hat nichts mehr mit Schule zu tun. Das ist nur das Stilrichtung der ersten Runde. Und der Klassensprecher, es ist ja nur ein Drehtag in der, mit seiner Klasse. Aber ich sag gleich einen kleinen Leak zum Klassensprecher. Okay? Nur einen kleinen Leak. Ja. Ja. Der nächste ist Javus. Noch einmal Javus. Finesse. Delarue. Javus. Finesse. Noch einmal Finesse. Javus. Berdo. Javus. Ist durch. Diarue. Javus. 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 Noch einmal, Silber. Ja. Und letzte ist Finesse. Ja. Müssten 25 sein. Javus! Wir haben ein Deutsch, ein Klassensprecher. Einmal Applaus für Javus. Javus, einmal nach vorne kommen, bitte. Was sagt ihr? Meint ihr, der wird seinen Job gut machen als Klassensprecher? Kühl, Klassensprecher zu sein. Ist schon wild, Bruder. Ich sag euch, achtet auf den Satz, den ich jetzt sage, okay? Du hast Verantwortung, meine Bres. Man muss da stehen. Sagen, ey, ich bin hier. Ich rede für euch, kein Problem. Wir sind da. Man kann helfen. Kreide holen, schicken. Kriegt man alles hin. Ich hab euch doch gesagt. Direkt gemeldet. Gut. Javus, mein Bruder. Du bist der Verantwortliche für deine Klasse. Jungs. Das heißt, du kannst Leben retten. Aber vielleicht auch Leben abgeben. Jede Klasse hat ihren eigenen Klassensprecher. Darf wieder zurückgehen. Jetzt. Jetzt, Jungs. Jungs.
Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt ein. Boah, jetzt wird's gruselig. Wir haben wieder ein paar wunderschöne Karten. Jetzt wird's gruselig. Mein wunderschöner Bruder Silver. Ja, Mann. Ich danke dir. Deren Herzen gerade so. Gibt's einen Verräter, der immer bei der Lehrerin aussagt, auspackt, immer der Beste sein will. Ein Streber. Allerdings werden diese Leute vom Leben immer am meisten belohnt. Mit Willen, mein Bruder. Abschließt in der Schule. Und unter euch wird's auch einen geben. Sein Name ist Randall. Snitch, die Ratte. Und jetzt Verräter, dazu, was Randall der V-Mann. Machen hat. Randall hat das Glück, heute sicher weiterzukommen. Weil Randall darf seine Schulnote mit einem x-beliebigen Schüler tauschen. Das heißt, wenn du Randall bist und du kriegst von uns eine 4, darfst du dir irgendeinen aussuchen, der eine 1 hat. Du nimmst zwar sein Hack, weil er dann die 4 hat. Fair. Erklärt. Aber du hast die 1. Mhm. Und du bist sicher weiter. Mhm. Randall ist safe. Ihr müsst die Randall-Karte nicht benutzen. Aber ihr könnt. Teilt die Karten aus. Alle sind leer, bis auf eine. Jetzt aber für euch. Wenn derjenige ist, der Randall ist, sagt, dass er Randall ist oder das Zeichen gibt, ist er mit sofortiger Wirkung aus der Klasse ausgeschieden und kommt nicht weiter in die nächste Runde. Das heißt, das ist 100% mein Ernst. Egal wer es ist, wenn du nur die Anstalt machst, zu verraten, Anstalt, dass du es bist, bist du sofort disqualifiziert. Ja, mein Bruder. Genau. Kannst du sagen, ich möchte nicht. Wer möchte? Guck mal, ab diesem Punkt, wo er mich das gefragt hat, ey Bruder, wenn ich jetzt Randall bin, aber ich will das nicht einsetzen, hab ich gesagt, da musst du nicht. Da war für mich, wie ist der Vibe in der Klasse-Chat? Denkt ihr, jemand würde jetzt einen anderen snitchen? Also für mich, Bruder, nee. Zuerst ziehen. Ja! Bitteschön. Kannst du von egal wo ziehen? Wenn du möchtest, zieh von egal wo. Ich spiel diese Randall-Karte oben. Undercover, bitte. Ah, Bruder, ja. Rein da. Finesse. Mach keinen Kopf, Bruder. Undercover, bitte. Mach in den Blocker. Bitte direkt zumachen, Bruder. Ja. Und guck doch gar nicht auf meine Hand, Jungs. Guck gar nicht auf meine Hand. Yes, sir. Dankeschön, mein Schatzi. Wie sieht ein Randall aus, Chat? Vom Optischen her, was denkt ihr? Wer also, könnte es sein? Ihr schreibt jetzt 3 Wörter auf für euren Sitznachbar. Und er muss die 3 Wörter in seiner Hook einbauen. Die Stilrichtung ist Ghetto-Haus. Der Song muss in der Stilrichtung gehalten werden. Ich teile jetzt die Zettel aus mit meinem wunderschönen Kollegen Silver. Wird gezeigt, wer Randall ist? Ja, natürlich. Ich werde dich genau hier vorne stehen und werde sagen, jetzt Randall, erhebe dich. Und dann wird Randall aufstehen und nach vorne kommen. Und dann werde ich sagen, hey Randall, deine Note ist wie folgt. Deine Note ist X. Guck dir deine Mitschüler an. Du darfst jetzt jemanden. Du musst aber nicht. Willst du? Willst du nicht? Bist du mit deiner Note zufrieden? Ja, nein. Mach, was du willst, aber bitte vor allen. Und falls Randall snitchen will, muss er genau hier vorne jeden Einzelnen in die Augen gucken und sagen, ja, ich bin ein Verräter, ich esse dein Hack auf und du kriegst meine Scheiße in dein Gesicht. Das muss er machen. Und wenn ihr wirklich denkt, Bruder, weiß ich, ihm ist, aber genau so müsste er es machen, wenn er es macht. Und ihr schreibt für euren Sitznachbarn 3 Wörter aus, die er verwenden muss für die Hook. Bitteschön. Ihr kennt jetzt alle die Regeln, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht jetzt alle raus und bereitet euch vor und dann lasst die Sau raus. Thank you.
herzlich willkommen zurück. So, ihr wart jetzt 3 Stunden weg. Ich hoffe, ihr habt alle einen kranken Song gemacht. So, und ich will euch nochmal was erklären, okay? Damit's auch klar ist. Danach ist Randall abgeschlossen, okay, Chat? Weil jetzt kommt nur noch Performance. Danach ist Randall abgeschlossen. Randall hat getauscht oder nicht getauscht. Ist fertig. Dann gehen wir in, kommen wir klären's in der Pause. Jeder, der mit seiner Note unzufrieden ist, darf nach vorne kommen und einen x-beliebigen aus der Klasse aussuchen und ihn betteln um die Note. Man kann aber bei kommen wir klären's in der Pause nur seine Note um 1 verbessern oder um 1 verschlechtern. Checkt ihr? Also es ist Arwena, Cousin. Es ist Battle im Kreis. Jeder guckt zu. Du stellst dich in die Mitte. Du hast nicht viel Zeit. Du musst dich drauf vorbereiten. 1 gegen 1 auf Mutter gehen. Alles erlaubt. Gib ihm. Und ja, performt so. Hoffentlich kommt irgendwann der Tag, wo ihr einen Deal bekommt. Wo es so viel Geld gibt und danach müsst ihr ja auch performen und den Leuten beweisen. Kann man auch gegen Randall battlen? Natürlich, man kann dann auch sagen, hey Randall, ich will mich gegen dich rächen, ich will gegen dich battlen. Das geht natürlich auch. Wenn ihr drauf habt, deswegen wollen wir euch genau so hier sehen. Volle Power, Vollgas und lasst die Sau raus. Kann ich dir noch machen? Let's go! Was geht ab, Motherfucker? Wir sind aus Wien gekommen, Berbo, mein Name ist 20 Jahre alt. Ich bin da, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen bei Rap. Ich wünsche allen viel Glück und... Nein, eine Klasse ist immer in 2 Hälften geteilt. Das heißt, heute seht ihr den ersten Teil der Klasse und am Donnerstag seht ihr den zweiten Teil der Klasse. Dann ist die Klasse abgeschlossen. Da ändert sich auch nichts mehr, alle Noten stehen fest. Die Klasse ist abgeschlossen und ihr habt jede Woche eine Klasse. Jede Woche eine Klasse. Ja, 2 Folgen, abgeschlossen. Ne, 2 Folgen pro Klasse. Die nächste Folge geht 1 Stunde 14. Oh, Vitamin H, push mit Ammoniak. Für die Alupacs geht's bap, bap, bap durch dein Anorak. Bruder, ich schwöre auf alles, ich hab das nicht geglaubt, gell? Ich weiß bis heute, was ist das? Ziege, Lamm, was ist das, Cousin? Der hat irgendwie seinen kurdischen Kofferraum aufgemacht, Bruder. Der kam in Klasse reingelaufen mit einem Ziegelcousin. Guck der Anwohner, ruft die Ambulanz. Für den Advokat hab ich Nakon Maschibet, Emi, Ekan, Kalaschningat. Heute stoßen wir an Amor de Brignac. Blanc de Blanc, ich bin Star ohne ein Diplom. Aber dein Sohn macht die Saison zur Sensation. Sitz in Audi RS, Almofa, Fofa, Bruna, du Grau. Kenne kein Ballonschutz für Mammon und das kein Ton raus. Vom Hochhaus sah die Welt vom Balkon aus. Die Kinder aus dem 10. Stock nur mit Brot und Dock kommen groß. 10. Stock, Sonnenaufgang und die Tauben fliegen überm Block. Er hat sich Gedanken gemacht. Es ist nach Couscous, essen noch immer auf Mamas Topf. Aus dem Loch, in das Loch. Kein Gefühl für die Butter, vergiss nicht, woher ich komm. Hey Sophie, red nicht so viel, ich glaub ich verliere die Sensorik. QG, trois Substances dans le sang. Guck so viel Endorphins. Durch den Mensory, bis die Kupplung brennt. Bin umrundet von Männern wie Anthony. Hab ein Embolin wegen Schusswunden. Karambulaschu, Camouflaschu, Parashu, Palak, Lava an. Baccarat, Rouge, Maschkuk, Vakuum, Kakum, Kabul und Lazarat. Kein Bottega, wenn ihr da mein Baba kann man Asyl. Die Tränen von Mama fließen hinter dem Acryl. Keiner will hier was viel, zu viele Déjà-vus. Ah, wir bleiben anonym. Salam de la rue, Stark, Berdo, stark! Jetzt habt ihr, wo ihr jetzt die Regel verstanden habt, oder dies mit komm, wir klären's in der Pause, ist egal, wie gut du auf einem Song bist, wenn dich später jemanden herausfordert zu einem Battle, Bruder, dann musst du zeigen, dass du auch battlen kannst. Ey, wenn ihr wüsstet, was alles passiert, gell? Wenn ich gerade so Revue passieren lasse. Es gibt ja auch Klassen, wo Jungs und Mädels gemischt sind, Bruder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also, Bruder, ja. Unser schöner Kollege und ich haben uns ganz kurz beraten. Werde so stark, ja. Eine kleine Tendenz. Wir waren bei dir zwischen einer 3+ und einer 2-. Aber durch deine kreative Performance und dein Auftreten haben wir uns für dich für die 2- entschieden. Dankeschön, Berdo.
hat er gut gemacht. Ich bin mit meiner Performance zufrieden gewesen, bin auf jeden Fall. Die war geil, hat Spaß gemacht und ich bin allen sehr dankbar. Baubaum 13528, komm aus Bremen City, bin jetzt hier bei Löckler. Und Dreddys, nur nochmal, damit ihr es versteht, das sind noch keine endgültigen Noten. Das sind die ersten Tendenzen. Das heißt, hey, die Tendenz für dich ist, du schließt den Tag heute mit einer 2- ab. So, Randall passiert noch, komm, wir klären es in der Pause, passiert noch. Es kann sich alles ändern. Tendenzen sind... Es ist ungefähr in die Richtung, okay? Aber vertraut mir, fast niemand behält die gleiche Note. Fast niemand. Weil es gibt ja noch tausend andere Sachen, die passieren werden in der Folge. Oder in der nächsten, in der Klasse. Ja, wenn man Battle verliert, sinkt die Note, klar. Babam! 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 Push weg, links, rechts, Handshakes. Okay. Du lässt dich drehen, Blade Blades. Okay. Sie keen bei mir, stay safe. Okay. Ich konsumier kein Haste. Okay. Paranoia, weil das läuft schon seit Jahren so. Am Kinne Neuner, hasch ich krass in Toast. Abenteuer im Terrarium. Verdienst dabei kein Cent Praktikum. Okay. Preise, aktuell alles top. Meld dich, mein Ortag, er macht seinen Job. Ich bin Beifahrer, dreh den Junker. Stiller Teilhaber in der Hood, die verankert. Du bist Minusmacher, also red nicht gullig. Kauf mein Piece oder bald die CDs. Mach am Tag 3 Minimum, schnapp, was du Pissara sagst, hast du eh nicht gemacht, also geh. Kreuz nicht meinem Weg, haschisch Handel. Ich bin da, wo die Scheine sind, Beamte. Ich beweg mich in 13,5 Kommandante. Komm, wir klären das gleich an der Cornerbratte. Wer mischt die auf Weiß, er will mehr davon. Alle Details, gib mir mehr davon. Gib dich stabil, du willst mehr davon. Bleib tranquil, du kriegst mehr davon. Mehr davon, du willst mehr davon. Im Karton liegt noch mehr davon. Mit der Zeit, wo mein Herz betont, sinkt der Preis, clash mehr davon. Mehr davon, du willst mehr davon. Im Karton ist noch mehr davon. Mit der Zeit wird mein Herz Beton. Ein Anruf, ich bring mehr davon. Also ihn hat ein bisschen Energie in seinem Part gefehlt. Das muss man ihm ehrlich lassen. Also da hat auf jeden Fall ein bisschen Energie gefehlt. Hooks auch. Hook hatte ein bisschen unkreativ. War geil. Wer hat uns gefallen? Bei dir hatten wir keine Tendenz. Wir haben direkt auf die 2- gesagt. Warum? Die Hook, hättest du noch, du kannst noch mehr, noch innovativer, also du kannst noch mehr kreativ reingehen, aber sonst war gut, hat uns gefallen. Ich weiß, viele Fragezeichen, Chat, ich weiß. Ihr müsst einfach vertrauen. Okay? Ihr müsst einfach vertrauen. Alles seinen Grund. Vertraut. Ist wichtig. Ne, Reimstruktur, auf jeden Fall, Bruder, geil. Gib weiter, Gas. Nein, nicht wie bei Amo Vertrauen, sondern es kommen noch, Randall, es kommt noch, komm, wir klären es in der Pause. Es passiert noch viel. Ja, servus. Hey, was geht ab? Hamu hier und wir sind hier, um die Hütte abzufackeln. Mann. Komm straight von unten wie ein Uppercut. Harakat, zack, schnapp dein Guap und die Mastercard. Okay. Baller Klava an, im Dunkeln sind Haragas wach. Bis aber auf Flucht unter Tatverdacht. Hab ein Chor aus Mardin mit ner Automatik. Der von Automatik bis die Automatik. Block, Kitzen, Baller Klava, dribbeln undercover. Den Kontakt, Mann am Bolzerplatz. Ronaldinho, Gocciotag. Weiße fressen, weiße Strecken, Private Jetten, Live-Debetten. Heike Steffen, Faso, dies, die bei Police die Seiten wechseln. Untergrund wie ein Haifischbecken. Pulvermund bei Rechnensteppen. Einsatzkräfte im Passat wollen die Shabab. Wir Choreografen, Nassi, Sourcen, Automaten, Schraubi, Spawn. Ab die Post, Fluchtwagen, Automatik, Audi, Sport. Leben fast auf Asphalt, wie die Yachtmaster knallt. Samt das Kleben am Hals, so wie Davidoff. Das Geschäft mit Chem-Chem, wie Semtex springt. Liefern SL Express Packs. Okay. Sinkard wechseln, Jeb brennt, Ziele haben Bell. Bei Hackmack macht's Bang, Bang, Bang. Wer hängt in Lars und Nachbarschaft mit Handvoll Shababs ab? Es ist Hamo-Mother-Hackert hat und ballert Parts wie ne Magnum-Ratatat. Es ist Hamo-Mother-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 Hamo-
Ja, was geht ab? Mein Name ist Jets, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Berlin. Ich bin hauptberuflicher Steuerhinterzieher und ich wollte meinen Onkel immer noch ein Fuffi, deswegen muss ich Rap LaRue auseinandernehmen. Hey! Baby, der Mond geht auf. Ich ruf dich an, aber dein Phone ist aus. Die Amjas brechen meine Wohnung auf. Sie sperren mich ein und nicht raus. Sie sperren mich ein. So sieht's aus, Tag nach Tag, Tag, bringe Brot nach Haus. Pack ab, drück weg, mache Lob, bist raus. Wuchs im Dschungel so wie Mowgli auf. Wenn es sein muss, hol ich Toten raus. Und schicke dir ein Rosenstrauß. Denn immer wenn ich weg muss, gibt es Bella. Doch ich vertrau nur meiner Ghetto Cinderella. Baby, ich hab alles schon gesehen und muss leider wieder gehen. Ja, ich weiß, es tut dir weh, aber zeig ihm keine Tränen. Baby, der Mond geht auf. Es ist wieder Zeit. Ich ruf dich an, aber dein Phone ist aus. Hallo? Hallo? Die Amjas brechen meine Wohnung auf. Sie sperren mich ein und mich raus. Sie sperren mich ein. Baby, der Mond geht auf. Ich ruf dich an, aber dein Phone ist aus. Die Amjas brechen meine Wohnung auf. Sie sperren mich ein und mich raus. Dankeschön, Gibrilo. Sie sperren mich ein und mich raus. Joels, wir haben uns gerade ein bisschen beraten. Hat er gut gemacht, Bruder. Gut, war nice. Applaus dafür ja. Wenigstens. Ein bisschen liebe Worte, Chat. Part hat uns so ein bisschen der Knackpunkt gefehlt. Und hast zwar viel performt, aber die Performance kann ein bisschen cooler wie werden. Wie 6. Darum haben wir uns auf einen 3- geeinigt. Ja, okay. Der Arme, ja. Danke. Salam alaikum, Freunde. Ich bin Uzerbo, ich komme aus Ostenheim. Das ich da bin weg. Hier sitzen geblieben. Das ist mach mal Liebe für Uzi Dreddys. Uzerbo, ich bring die Flex aus Bogota und Kokain aus Medellin. Hola, ça va? Wer fragt mich nach Bologna? Lass Bukasin auf Dopamin, hey. Oceamo, ich bring dir Flex aus Bogota und Kokain aus Medellin, hey. Hola, ça va, Bad fragt mich nach Kulua. Lass Bukasin auf Dopamin, hey. Chippets brennen, Snusen unter Lippe, 100 Tritte, wenn ich diese Hunde ich bin Bundesliga, ihr nur ungeziefer. Wolltet mich bei RLR, hier bin ich wieder. Auf den Haschischbergen und im großen Dschungel. Marokkino Mafia, drück auf Bord bei uns in diesem Trieb. Keine Briefträger, Gasoline ab, jetzt lass mal Coca pushen. Umgeschlagen bei Leverkusen. Bunte Farben in den Lederblusen. Von der Straße Roja Richtung Barcelona. Immer undercover, lass die Bläser suchen. Auf den Ozeanen und an Landesgrenzen. Keine Reisepässe, habe nix zum Stempel. Ich geb dir Okocha, Villa, Furia, Rocha. Hab das sind Leim und Jogger Bricks im Koffer. Oceamo, ich bring dir Flex aus Bogota. Hol Kokain aus Medellin. Hola, ça va, Bad fragt mich nach Kulua. Lass Bokassin auf Dopamin, ey. Seamo. Geil, hast du gut gemacht. Performance hat uns auch gefallen. Wir haben uns jetzt auf eine 3+ geeinigt. Ja, ist auch geil. Wie es ist. Gut, fanden wir geil. Ich habe sogar das Gefühl, du kriegst noch krassere Sachen hin. Noch krassere. Schade. Skandal, Cousin. Ja, man muss auch andere Meinungen akzeptieren. Ich war auf 2, aber... Gib Gas, Bruder. Ja! Was ich dazu sage, dass mir die Lehrer die 3+ gegeben haben, ich finde, das ist eine gerechte Meinung. Ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich kann mehr, deshalb ist das okay. Das gibt mir auch den gewissen Ansporn, besser zu werden. Hätte ich jetzt eine 2 bekommen, dann würde ich mich vielleicht drauf ausruhen. Deswegen ist es was Gutes, sehe ich positiv. Aber geht mehr. Assalamu alaikum, ich bin Diarü, ich bin 18 Jahre alt, Rap LaRue 10er Offensivspieler und ich bin hier und in die alles LaRue. Cerco Prada,
den Schuss von der Patron, sind sieben Jungs leider zum Tod in einem Koksrausch. Nimm ein Zug von der Garo, sind 18 Jahre, doch fühlst du unten in einem Hochhaus. Glaub mir, Cousin ist kein Krummlauf, ich schmeiße staubige Bälle im Vollrausch. Arbia Tantel mit Kaliber 18, gib 5,5, lass dich doof aussehen. Walle, er ist auch gut, Bruder, Walle, er ist auch gut, Cousin. Er hat schon ganz Zeiten harten gehabt, als er mich gesehen hat. Aber Walle, er ist auch gut. Jahre doch fühlst du unten im Hochhaus. Glaub mir, Cousin ist kein Krummlauf. Ich schmeiße staubige Bälle im Vollrausch. Arbia Tantel mit Kaliber 18, gib 5,5, lass dich doof aussehen. Hajar Tipps für ne Variante. Rolle das Pep, kommt aus Alicante. Papa, geh für die Allianzen. Bau noch ein Joint, war ne Paripflanze. Tastisch Platten, doch das Leben war nie so. Knast den Sassen, wir fliehen vor der Kripo. Arbia packen, Sativa Pflanzen bei Guarda am Nacken. Ein Sprint wie Coutinho. Glaub mir, wir hängen auf Balkon und füllen das Aschwacke-Ziel mit der Marlboro. Ihr leitet die Gegend schon halb tot, doch handeln mit Kikis und mischen voll Alkohol. Fahren ihr weg in einem Phantom, die Gegend hat leider gepackt wie Diabelo. Packen 5,5 in die Lunte, erkenn mich nicht wieder und blicke aufs Passfoto. Kaliber wie Martial, die Nummer 10. Kussi auf Adidas im Cardigan, durchs Ghetto bequem. Pump mir Bandita durch Manigram und sein System. Die Gegend war er ist echt gut. Er ist echt gut. Er hat zwar, also man sieht sein rechtes Ei, guckt raus hier unten. Sein rechtes Ei guckt hier drauf, Cousin. So. Ich habe auch Luis erwischt direkt mit dem soften Blick hierhin, Cousin. Aber ansonsten war Diar gut, ja? So, Diarü. Wir haben uns ein bisschen besprochen gerade. Aber er ist 18. Also falls er weiterkommen sollte, dieses Schuljahr bestehen sollte, dann erwarte ich auf jeden Fall eine dicke Entwicklung bei ihm. Im Allgemeinen ist es sehr schwer zwischen euch allen so Prediction zu sagen, weil ihr alle eigentlich sehr krass seid, ja? Wir haben dieses Jahr sehr viel drauf Wert gelegt, dass ihr eine sehr krasse Performance ablegt hier. Eine dicke Eierentwicklung. Aber merkt ihr, eine Sache, es hat nachgelassen. Die Erektion ist zurückgegangen, Bruder. Der hat sich nur auf seinen Auftritt aufgegeilt und danach ist die Erektion sofort wieder zurückgefahren. Bei dir war so ein kleiner Minuspunkt deine Performance, wie du so performt hast. Aber ich, Dummkopf, Opa, hab's auch nicht gesehen. Wie soll er denn mit drei Beinen performen, Cousin? Der hatte Handicap, Bruder, ja, bei ihm, da wiegen gerade Ding. Bruder, ja, da pocht's unten. Wie soll der performen, gesehen? War so das Schwächste an deinem Auftritt. Ich hab's da nicht gemerkt, weil ich stand ja hinter ihm. Haben wir uns darauf geeinigt, dass du mit einer 3 plus hier bewertet hast. Ja. Super, danke dir. Ja. Was geht ab, Leute? Ich bin MO79. Ich komme aus Unwiebling. Und ich wollte sagen, das ist Rapplerie und nicht... Okay, check, MO79 gibt euch wie Bling. Wie soll's mir gehen, nur Auftritt mit der Familie, doch es geht schon. Geh mit gefickten Kopf ins Bett, auf Vergebung. Steh morgens auf und die Dinge nehmen mir Lauf, während Probleme sich anstauen, mit erstmal Besen angehauen. Ich war ein kleiner Junge, träumte groß. Nach der Tat koppelt, wie krieg ich die Beute los? Wir drücken Kisten wie kein anderer, mach Baba Doll im Ganja klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Penner da ein Amja war. Wir wollen raus hier aus der Gegend, machen alles für die Euros, packen Rauschgift in Paketen. Mit 1000 am Beten, das Richter uns vergeben. Doch geht die Zelle zu, dann siehst du keine von uns reden. Wir sind Blockjungs, Hassler, die Cops. Hoffnung, na da, tick den Stoff. Ich weiß, ich hab die Wahl, doch wählte den Weg illegal. Für an mein Bruder Ted, der sitzt, wir denken an dich jeden Tag. Ich war noch kleiner, als es aufhing mit Narkotik. Jetzt siehst du alle am Verteilen. Musste mich viel zu früh entscheiden. Geld macht mich krank, ich verliere mein Verstand. Eigentlich wäsch die eine die andere Hand. Doch sie können nur nehmen, sag, wo bleibt der Dank? Wir sind Jungs aus dem Bando, ja, sie kennen uns. Im Brennpunkt sind wir immer aktiv. Und wenn die Straße mich holt, Mama, dann weißt du, war das mein letztes Lied. Ich mach alles nur für sie, ich bin ein Bandit. In meinem Maui hab ich mich gerade hier verliebt. Ja. Okay, das ging schnell eigentlich, relativ. Geile Sau. Wir waren uns da auch einig, wir beide. Aber ich bin mir sicher, das ist nicht dein allerstärkster Song. Du hast noch stärkere. 100%? Safe? Wir haben uns jetzt leider auf die 4 geeinigt.
Performance, immer mehr Gas geben, mein Bruder. Ich fühle mich schlecht, wenn ich so sage, aber das ist die. Also, wir müssen das machen. Ich bin mir sicher, da, du hast viel stärkeres. Gute Notenverteilung finde ich auch. Also flowmäßig war es cool, aber von der reinen Stärke war es ein bisschen Durchschnitt, sage ich mal. Darum 4 und vielleicht sogar ein Kandidat für Comfy Clans in der Pause zu sehen. Wie mein erster Eindruck war, wo ich in die Klasse gekommen bin, ich war auf jeden Fall komplett verwirrt. Ich dachte wieder Schule, ich dachte jetzt geht's wieder los, aber war auf jeden Fall stark, war cool. It's war really, Erlebnis. Dankeschön, es war cool. Was geht ab? Mein Name ist Siso, ich bin 23 Jahre alt, ich wurde um 3 Uhr morgens... Ey, das ist der Siso aus unserem Chat und ich muss euch jetzt ganz kurz die Story dazu erzählen, okay? Bruder, alles steht. Okay, der Sito hat sich ja bei uns auch beworben. Der ist immer im Stream gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der immer 5 Subs verschenkt hat, sagt, Sammy, bitte check meine Bewerbung, bitte check meine Bewerbung. Und dann kam die Bewerbung irgendwann, dann war so, okay. Bruder, hör zu. Wir haben die Folge in Aachen gedreht, okay? Ein Tag vorher sagt ein Kandidat ab. Jani, ich muss in 6 Stunden einen Ersatzkandidaten finden. Ich überleg. Ich frag meine Mods. So herausbekommen, wer das ist, gemacht, getan. Ich hab den geholt. So, gell? Letzte Drücker. Ich muss sagen, er ist ein Herzensmensch. Aber man merkt, er war nicht vorbereitet. Auf geht's. Das ist Sammy geweckt, dass ich hier kommen kann. Er sagt sogar. Ich wurde um 3 Uhr morgens von Sammy geweckt, dass ich hier kommen Stimmt. kann. Stimmt. Geh aus dem Weg, Weg, wir leben dein Traum. Mortalität, die Kugel liegt im Lauf. Alles passé, nichts mehr blass und grau. Non validé, hab nur ein Vertraut. Ja, ihr seid Ghetto. Da steht jeder Einzelne sein Mann. Macht mir auf Klass mit 1-2 Gramm und schiebt dann Bälle auf Instagram. Schreibt mir, wart nur ab, doch guck, bis heute kam nix an. Wir sind auf der Jagd, drück auf der Brust vor dem ganzen Hass. Zug für Zug und das jeden Tag, hoffte, dass Gott meine Seele nahm. Dein tut mir leid, kannst du dir sparen, weil ein gutes Wort kein Segen hat. Es folgt ein Echo. Warte nur auf den Tag, wo ich frag, wie hast du das gemacht? Mit Cuisson und Beton. Siso, Siso, alles ist heute klar, vergiss was war. Will nur die Welt, das war's. Will nur die Welt, das war's. Will nur die Welt, das war's. Bruder, guck mal, Walle, er ist super Typ. Aber Performance hat halt, war halt nichts. Und ich und Silver, wir konnten nicht mehr gesehen. Aber nicht mal, weil es irgendwie schlecht ist, sondern der Bruder hat einfach nur die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Der ist einfach so, der ist einfach glücklich die ganze Zeit, Bruder. Du guckst ihn an, Bruder, du siehst einfach, der ist glücklich. Wir leben dein Traum. Mortalität, die Kugel liegt im Lauf. Alles passé, nichts mehr blass und grau. Globale Idee, hab nur ein Vertraut. Bester Mann, Bruder, ich sag dir ehrlich, du hast nicht die allerkrasste Performance, aber es hat Spaß gemacht, dir zuzugucken. Ja. Cool, voila cool. Bester Mann, Digga. Trotz dessen, Bruder, müssen wir die Performance auch mit einberechnen. Ja? Und ich sag ehrlich, Bruder, also ich muss ja ehrlich sein, weißt du? Das ist so ein Ding. Performance, Bruder. Mein Bruder. Hättest du einfach nicht... Ey, Ju, dein Song sieht gut aus. Der wird gut gestreamt gerade. Ich glaube, du bist auf der 1 gerade, was Streamings angeht. Die Songs sind alle gerade draußen, Dreddies. Gell? Ihr könnt jetzt schon die Songs auf Spotify streamen. Ja? Gibt Gas, lasst Liebe da für die Jungs. Wäre besser gewesen so, weißt du? Aber ja, es ist so. Aber, genau. Dein Frisur sieht gut aus. Genau. Wallah, ja. Dein Frisur, der gibt Mühe. Aufgrund dieser ganzen Kriterien haben wir uns dann auch auf eine 4 geeinigt. Dankeschön, Siso, mein Gott. Hat mein Herz gebrochen, aber guck mal, er ist ein... Guck mal, Chat, Walla, welcher Kandidat kriegt von mir 4 und kommt trotzdem hier rein und lässt 20 Subs da, Digga, weißt du? Siso, mein wunderschöner Bruder, mach mal Liebe für Siso, Dreddies.
Mach mal Liebe für sie, so Dreddys. Hey, was geht ab, Leute? Ich bin's, JU. Ich wiege 40 Kilo mit Klamotten, davon sind 37 meine Eier. Check mal. Also, Chat, kurze Rechtfertigung meinerseits, okay? Ich habe mich bei dieser Bewerbung rausgehalten und ich sage das sogar hier. Kurz und knapp. Ich halte mich raus. Weil jemand, ich habe schon YouTube-Kommentare gesehen, der kriegt eh eins. Bruder, ich habe mich rausgehalten. Sollen wir direkt knackig? Kurz und knapp. Ich halte mich raus. Ja. Ja, geil, du hast ein guter Performer, du machst Spaß, dir zuzugucken. Auch du hast Stimmeinsatz in deinen Song gezeigt, mit der höheren Stimme. Auch cool. Wir haben uns auf eine 3 Plus geeinigt, Bruder. Bist du zufrieden? Also, wenn man bedenkt, dass bei 25 Leuten nur 10 weiterkommen, ja, 3 plus ist. Ja, okay. Okay. Mein erster Eindruck von meinen neuen Mitschülern ist so auf jeden Fall positiv. Die Jungs sind stabil, korrekt, respektvoll. Und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Jeder ist korrekt. Man kann den einen oder anderen vielleicht züngeln oder nicht. Was gibt? Jenko ist mein Name. Auch 50 Jenk genannt. Und ein bisschen Musik fetzt, weißt du, was ich meine? Dago! Dankeschön, Dago, mein Bruder Dago! Aus dem dreckigsten Loch, denk nur an Ghetto, dies machen Geschäfte. Okay. Ich sag, lass die Finger von Stoff, doch mach ihn weg, der Scheiß hat kein Ende. Leb und sterb für mein Block, mittlerweile sind wir selber die Quelle. Vielleicht geh ich heute Nacht ab, sollte so sein, schlaf ich Jahre in Zelle. Und dies machen Geschäfte, bleib am Ball, Chuja, keiner kann bremsen. Klein angefangen, mach groß mit dem Handel, die Hälfte von uns ist seit Jahren in Handschein. Rib ein paar Tankstellen. Time is money und ich hab von beidem wenig. Bewege mich im Schattenlöcher, in dem Magen. Du und ich sind nicht bei weitem ähnlich. Tanz mit dem Mond, wenn die Sonne untergeht. Ich sag kein Ton ab, bis heute überlebt. Wir wurden groß zwischen Ratten und Tieren. Kulaks rufen an, ich geb wieder ein Paket. Komm aus dem dreckigsten Loch, denk nur an Geld und dies machen Geschäfte. Ich sag, lass die Finger von Stoff, doch mach ihn weg, der Scheiß hat kein Ende. Leb und sterb für mein Block, mittlerweile sind wir selber die Quelle. Vielleicht geh ich heute Nacht top, sollte so sein, schlaf ich Jahre in Zelle. Jasmin, dankeschön für 3 Monate. Walla, dankeschön. Ich bin eigentlich sofort einig. Erstmal eine Frage an dich. Ja. Was findest du an deinem Song am besten? Ich würde sagen, die Hook. Mhm. Da waren wir eigentlich auch derselben Meinung. Ja. Die Parts waren
Das war solide. Die Hook hat's aber rausgerissen. Mittelding. Geile Performance, 3 Minus. Super, Jim. Zwei, Berto. Bam Bam, 2 Minus. Sherwan, 4 Plus. Ah ja. Hamo, 2, verdient. Joels, 3 Minus. Uzi, 3 Plus, 2 verdient. Diarü 3 Plus, auch 2 verdient. Emo 5 verdient. Spaß. Siso, er ist mein Bruder. JO 2 verdient. Jenk 3, ist okay. So, Dreddies, hier endet die Folge. Die nächste Folge steigt direkt weiter ein in dieser Klasse. Weil einiges ist ja noch nicht fertig. Wie zum Beispiel, wer Randall ist. Ob Randall jemand snitcht. Was in der Pause geklärt werden muss. Müssen wir auch noch sehen. Und noch einige Performance aus dieser Klasse. Dann schließt sich diese Klasse und es öffnet sich die nächste mit einem anderen Lehrer, mit einem anderen Thema und mit anderen Kandidaten. Yes!